Hallo in die Runde, da ist er, der Bauer aus dem Mark. Heute mal die Frage, wozu braucht das Land Gebühren für Sachen, die sie selber nicht erarbeitet oder nicht getan haben? Und zwar geht es um Folgendes. Ökobetrieb baut Vermehrungssaatgut an. So, denn dieses Vermehrungssaatgut gibt es nur in konventioneller Produktionsweise, also muss ich einen Antrag stellen. Ökoseeds und wie sie alle heißen, muss ich einen Antrag stellen, beim Verein ja auch noch, der mich da berät mit diesem ökologischen Anbau und mich kontrolliert und so weiter und so weiter. Zahle da auch meine Gebühren, dass diese Leute auch ein Auskommen haben mit meinem Einkommen, ihr Einkommen haben mit meinem Auskommen. Egal, jedenfalls musste ich nochmal beantragen und habe das schon über Jahre, weil mehrere Kulturen mache ich ja auch. Und dies Jahr kriege ich einen Gebührenbescheid. Ja, und zwar damit, ich habe das erstmal in die Rundablage gelegt. Jetzt kam eine Mahnung. Was willst du denn von mir, Land? Ja, und zwar von der Landeshauptkasse in Frankfurt-Oder. So, denk mal, jetzt musst du, weil manchmal ist ja auch ein Fake dabei. Du kennst ja nicht, Landeskasse Hessen musst du das einzahlen. Was ist denn das hier? Naja, ist egal. Jedenfalls habe ich dann heute Morgen angerufen. Ich sage, wie sieht's denn aus? Naja, sagen Aktenzeichen, ist ja deutsch, ist ja alles gespeichert. Aktenzeichen, ja, das sieht so aus, Sie müssen Gebühr bezahlen, damit Sie das Saatgut oder weil Sie Saatgut anbauen, was ja aus konventionellem Anbau kommt. Ich sage, das habe ich noch nie gemacht, warum denn das? Ja, das ist so, Punkt. Eine Begründung gab es dafür nicht. Also eine plausible Begründung. Was ist plausibel? Also entweder ist die Kaffeekasse leer oder das vegane Menü in der landwirtschaftlichen, im Landwirtschaftsministerium, das vegane Menü ist zu teuer geworden, muss querfinanziert werden. Oder, naja, noch so ein paar Sachen. Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen, warum wir Bauern jetzt plötzlicherweise für Sachen bezahlen müssen, die wir schon bezahlt haben. Denn die Vermehrer, also die Lizenzgebühr für das Saatgut, habe ich ja mit meinem Saatgut bezahlt. Schlagen sie mit drauf. Aber dass jetzt das Land daherkommt und sagt, nee, weil du das anbaust, musst du jetzt die Gebühren bezahlen. Warum? War ja die letzten 5 Jahre auch nicht oder 6 Jahre. Nee. Warum? Und im letzten Jahr war das ja auch nicht bei Ölrettich. Aber dieses Jahr ist es so. 70 Euro. Das ist ein bisschen heftig, denke ich mir. Wenn man das insgesamt sieht, ist 70 Euro nicht viel. Aber wenn es mehrere hundert Bauern sind, kommt da richtig Kohle zusammen. Geht wahrscheinlich nach Hektar. Aber trotzdem, warum muss ich so viel bezahlen? Für Sachen, die ich selber, ich musste dann die ganzen Papiere zusammentragen, in die Programm einhacken, musste dann die Anträge wegschicken, auch Papierform und so weiter. Ja, und? Wer hat denn die Arbeit gehabt? Darf ich jetzt auch vom Land verlangen, dass ich dafür Geld kriege? Tja, die Frage stellt sich. Bis denn, der Bauer aus der Mark.